Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wir müssen jetzt als erstes ihn hier mal durchchecken, mit dem alles in Ordnung ist. Ich setze ihn erstmal auf Arbeiter, damit der andere Klamotten anzieht. Ne, sonst hat der hier die krassen Dinger. Boah, der wäre... Den könnten wir aber zum Berserker machen. Perfektes Gedächtnis. Er ist aber normal. So, wir machen bei ihm jetzt auf jeden Fall als allererstes eine chirurgische Inspektion. So, wir haben ihm jetzt auch schon religionsmäßig angepasst. Bei dem wird auf jeden Fall was passieren. Deswegen werden wir dann mal ein paar Leute vorbeischicken. Oh, Sekunde. Glitter. So, ich würde sagen, ihr passt auf. Sada übernimmt die Operation. Michi sollte das Ding holen, seine Waffe, hat er nie gemacht. So, führte eine umfassende chirurgische Inspektion an Slash durch. Slash zeigt frühere Anzeichen einer schweren Erkrankung, die bald zu einem schweren geistigen Verfall führen wird. Sada kann auch nicht genau sagen, was die Ursache dafür ist, aber Slash wird in den nächsten Tagen sehr krank werden. Okay, aber es ist kein Typ in ihm. Ja, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, das habe ich mir schon gedacht. Es wäre auch zu schön, wenn nicht. Aber wir setzen ihn auf Berserker. Und bauen. Berserker und bauen. Ich meine, der könnte theoretisch alles gut. Perfektes Gedächtnis. Ich wusste gar nicht, dass es das gab. Und was mit 14? So, aber wir müssen ihn noch dingsen. Hier alles verschoben.
So, wer ist denn dran? Hatten wir einen, den wir noch gar nicht hatten? Ich vergesse das immer. Bloody lebt, glaube ich, gerade. Ja. Ich muss gerade mal gucken. Also als erstes fällt mir Bad Kitty ein, den wir noch gar nicht hatten. Doom auch. Mima Zero hatten wir kurz. Was mit Prolet? Nehmen wir Prolet, hatten wir noch gar nicht. Warte, jetzt muss ich gucken, wie hat er sich geschrieben? Kopieren es einfach raus. Zack. So, ich bin mal gespannt, Prolet, was für eine schwere Krankheit kriegst du? Und ob wir die heilen können. Also wir haben auf jeden Fall ein Heiler-Serum. Wir haben Ultramedizin. Langsam mal den Stein hier wegarbeiten. So, wo ist dein Nervtöter? Hier, das ist dein Nervtöter. Nimm den mal. Prolet. Kriegst jetzt den Speerhelm und dann nimmst du dir mal ein Langschwert. Ah, hier, verkümmerter Verstand. Kann ich dagegen nicht was machen? Oder muss ich auf die ersten Symptome warten? Ich glaube, ich muss auf die ersten Symptome warten. Und wir brauchen Stahl. Wenn der verkümmerte Verstand kommt, ist nachher hier wieder alles weg. Wie lange braucht der Embryo noch? 4,7 Tage. Wir brauchen mehr geile Genpakete. Vor allem brauchen wir mehr Trägerbots. Aber immerhin haben wir mit Prolet jetzt zumindest einen, der auch bauen kann.
Okay, hier kommt schon mal die ästhetische Nase. Sehr schön. Brauchen auch noch Hightech-Bauteile. Weißt du was? Ich glaube, wir... Max hatte nichts zu tun. Habe ich das gerade richtig gesehen? Okay. Oh. ...175 von diesen Dingern machen wir. Ja, wir haben genug. Okay, ich habe hier Stahl im Auftrag gegeben. Ich würde jetzt gerne Hightech-Bauteile. ...20 Stück. Wie fanden das Avia das jetzt? Hat das irgendeinen Effekt? Hier nicht. Mit der Eizelle und so. Ich habe halt falsch geguckt. Als nächstes Mal müssen wir von mir eine Eizelle nehmen, weil ich habe halt jetzt diesen, den hier. Und es geht da halt tatsächlich um die Xenogene. Ah, guck mal, der Stahl ist da. Wow, der falschen Seite gelandet. Brauchen wir eigentlich noch Schlafzimmer? Hier für Sauron haben wir da eins. Und da auch. Und hier auch. Und da auch. Hier hat wieder so viele Baustellen offen. So, Max, wo wird gebaut? Gar nicht. Prolet, wo wird gebaut? Ach, er ist ja jetzt auch Arzt. Das heißt, er rennt auch immer mit Medizin rum. So, der verkümmerte Verstand. Das hatten wir schon mal. Kannst du mal gerade... Können wir den denn hier jetzt hier Heilermax Serum?
Beeil dich bitte, das wird bald unumkehrbar sein. Oder wir machen es so, wir fordern ihn auf. Selber zu benutzen. Und danach müssen wir wieder ein Heilamax-Serum besorgen für sowas. Der verkümmerte Verstand wurde geheilt. Und jetzt haben wir nur ein Resurrect-Ding. Wo liegt der überhaupt, das Resurrect-Ding? Hier. Ich muss mal hier irgendwo Babynahrung noch einlagern. Wir haben auch wieder tonnenweise Giftmüll. Immerhin haben wir jetzt sehr viel Stahl. Dass wir aber hier Baustellen haben, die schon seit Ewigkeiten hier stehen. Hier. Das muss mal fertig gebaut werden. Damit wir hier wieder Strom bekommen, weil wir haben ja jetzt hier das... Wir haben jetzt langsam wieder ein bisschen Strommangel, aber wir hätten hier direkt zwei dicke Dinger. So, Max, wie wär's, wenn du dann erstmal hier baust? Wie lange das dauert hier mit dem Bekehren? Was hat denn der Imp? Sehr schneller Läufer, das bräuchten wir natürlich. Müssen wir mal gucken, dass wir hier so besondere Sachen rausziehen können, wie jetzt beim Imp, den schnellen Läufer. Den könnten wir gut gebrauchen. Hier für einen Berserker wäre das... viel Schaden im Nahkampf. Das Robust wäre nice.
hier halt die starke Immunität, der starke Magen und der robuste Verdauung. Und dann können wir die kombinieren und können dann aus denen einen neuen Embryo machen mit, und der hat dann hoffentlich die kombinierten Gene. Das heißt, das war eigentlich im Prinzip gerade eher so ein Fail. Aber wir können mal gucken, ob wir hier jetzt vielleicht... Ach, wir können ihn wieder nutzen. Hier bräuchten wir das robust. Ja, dann nutzen wir ihn doch. Die Grube rumort. So, alle schnell in Sicherheit. Alle Mann auf Position. Hat sich ja gelohnt. Ja gut, wenn die Fallen alle gebaut sind, ne? Lohnt sich das auch. Haben wir einen von den Großen, der noch platzen würde? Ich glaube nicht. Lohnt sich echt, so einen Gefangenen zu haben, den wir für alles nutzen können. Können wir bald nochmal nutzen, wenn die Scan-Krankheit... Wie lange bleibt denn die? Das ist eine gute Frage. Kann dem jetzt mal einer bitte die Gene entziehen? Gut, ich kümmere mich. Der wird halt für alles benutzt, ne, der Typ. Das ist unser Forschungsobjekt. Wir müssen auch langsam noch mal ein paar Archidkapseln kaufen. Ah, die Muskelparasiten wurden blockiert. Sehr schön.
Ach so, jo, du musst dich noch einstimmen. So, abstimmen auf Jo. Abstimmen auf Jo. So, jetzt kann Jo. Die bringen jeweils nur einen. Ich dachte, die bringen zwei. Okay. Egal. Der bringt, glaube ich, dann zwei, ne? Der Tunnelgräber. Wie viel Abstimmung braucht der? Drei braucht der. Das wäre nicht schlecht, aber 32 Kinderstrampler in wie viel, in einer weiß was für einer Zeit? 4 Tagen. Und dann habe ich einen Tag. Also ich habe jetzt 4 Tage Zeit, die herzustellen. Und dann nochmal einen Tag. Das schaffe ich nicht, 32 Kinderstrampler in der Zeit zu machen. Aber das wäre die Chance auf Heiler Max Serum wieder, ne? So, der hier muss auf jeden Fall gebaut werden, bevor der hier fertig ist. Ach, schön. Hat auch lang genug gedauert. Ah, was wurde denn hier jetzt gedingst? Können wir mal. Genpartik, fellhäutig. Hm. Schade. Ach komm, hier ziehen wir auch mal ein bisschen jetzt raus. Max, wo wird gebaut? Gar nicht. Prolet, wo wird gebaut? Was hast denn du hier hinten gemacht? Ah, hier. Mach doch lieber Stahlschrott.
Auch wenn wir eigentlich Stahl haben. Aber ist doch besser, Stahl auf Vorrat zu haben. Ach, der macht das sogar nicht, weil die Bandbreite nicht genug ist. Sklavenhändler. Was ist denn hier passiert? Sie brechen aus. Oh nein! Sie fressen die ganzen Pflanzen weg. Wegen dem Neutramin hier. Er hat die Tiere losgelassen. Wir hatten so großen Hunger, sie wollten ausbrechen. Ich werde die Stahlwurzeln hier mal kurz auf Heu umswitchen. Heu. Mit Stahl haben wir ja gerade ein bisschen was und die scheinen hier ja anscheinend Nahrungsprobleme zu haben. Ein meisterhafter Schildgürtel, sehr schön. Aber wie wär's, wenn du die auch dahin legst, wo sie hingehören? Außer die Granaten. Vielen Dank. Haben wir Geld bekommen für die hier. Wir machen die beiden mal für immer. Und dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da wird dann unser neuer Embryo schlüpfen. Also bis dann. Ciao.